So Leute, damit und ein herzliches Willkommen und hallo zu einem weiteren Part Infamous Second Son. Ich bin es, Adam Zimmerfix. Wir sind jetzt im Leiter District und im letzten Part haben wir noch ein paar Nebenaufgaben gemacht und ich würde sagen, wir machen jetzt doch noch ein paar Nebenaufgaben, da mir ja aufgefallen ist, hier habe ich ja eigentlich mehr gemacht und hier haben wir so schön viel noch zu tun, wo wir noch wunderschöne Punkte sammeln können und wunderschönen Graffiti an die Wand sprayen können und natürlich Stadtviertel zurückgewinnen können. Und ich würde sagen, in diesem Part werden wir jetzt wahrscheinlich auch nur größtenteils Nebenaufgaben machen. Wenn nicht, dann seht ihr es wahrscheinlich am Video-Thumbnail. Oder auch nicht. Keine Ahnung, Leute. Lasst euch einfach überraschen, würde ich sagen. So, wir werden jetzt ein bisschen Graffiti machen natürlich, weil Graffiti sieht einfach cool aus. Dann werden wir als nächstes noch ein paar, ja, kleine Tonbänder wiederfinden und dann ein paar Districte zurückgewinnen. Und ich denke, mehr gibt es auch nicht, was wir tun können. So, oh, Leute, was das wieder schon ein wunderschönes Kunstwerk wird. Nicht so ganz. jawohl, sieht eigentlich cool aus. Okay, da kommt wahrscheinlich jetzt noch ein Körper drauf und dann passt es, oder? Oh, er ist schon fertig, okay. Gut, ich bin jetzt gespannt, was das ist. Delson, du bist ein verdammt begabter Typ. Die sehen schon immer echt geil aus, die Graffitis, muss man schon mal sagen. Also, wer sich die Aufgabe mit den Graffitis ausgedacht hat, der hat hier wirklich meinen Respekt verdient, weil es ist echt eine richtig, richtig coole Idee gewesen. So, dann hier die nächste Nebenaufgabe, ein Audioprotokoll mal wieder finden. So, 50 Meter in die Richtung knapp, okay, das sollte man hinkriegen. Oh, Fotos, ja, danke, danke, bin ja nur Delson hier. Kann ich? Ich würde dich gerne wiederbeleben. Dankeschön. Versteht zwar nicht, wie Neon Leuten aufhelfen kann. Also, das war mit dem Elektroschock war schon ein wenig sinnvoller als hier in dem Famous 2 und so als Neon. Hier, oder die Raucherkraft. Hey, mit Rauch geht's dir gleich viel besser, mein Freund. So, da ist das nächste Band. Sich so ein elender Bioterrorist rum, der ihre Reklametafeln mit ganz fantastisch, ich meine fürchterlichen Bildern beschmiert. Ich fürchte, das wird zum Trend. Wir kümmern uns sofort darum. Die Frau. Zum dritten Mal haben wir sie jetzt schon getroffen und jedes Mal verarscht der Delson sie ein wenig mehr. So, da kommt ein Heli. Und ein paar böse RPG-Schützen. Ich würde sagen, da sollten wir erstmal hier einen kleinen Sprint machen und die dann lieber von hinten hier flankieren. Wunderschön, oder? Oh, ich wünschte, ich hätte meine... Komm, komm, komm. Rauch entziehen, ja, das müssen wir nicht. Ich würde ehrlich gesagt meine Neonkraft lieber aufbewahren. Wir müssen nur auf die RPG-Schützen aufpassen. Der Rest ist kein Ding. Oh, vielleicht hätte man doch zu unserer Videokraft wechseln sollen. Ich glaube, das wäre sinnvoller gewesen. Hier ist nicht zufällig Videokraft. Doch, 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 da ist Videokraft. Ah, oh, verdammt, die hat mich auch getroffen. So, komm. Okay, jetzt können wir ihn fertig machen. Das sind ja Lenkgroßhochraketen, was ist denn das für ein... Oh, naja, okay, wir haben Lenkschwerter. Ist auch nicht gerade so fair. So, mit unserer Videokraft sollte das jetzt kein Ding werden. Ding sein, so. Brrrr, wie du RPG-Schütze schießt. Ah, da. Wollte abhauen. Oh, das Schwert sieht einfach so geil aus. Gefällt mir viel besser als die böse Kraft, weil beim Bösen hast du halt so Krallen, die sehen jetzt auch nicht gerade schlecht aus, aber die sind halt nicht annähernd so cool. So, komm, besiegen. Wo sind noch ein paar? Hallo. Hallo, meine kleinen DUP-Freunde. Bitte, bitte, bitte. Bitte, bitte, bitte. Bitte, würde ich mal sagen. So, wird noch jemand gebullshit werden? Da unten. Was machst du, mein kleiner Freund, denn da unten? Oh, da hüpft er. Und dann kriegt er einen Jump nicht hin. Schlecht. So. Bam! Ich glaube, er steht gar nicht mehr hier. Egal. Hey, wo ist er jetzt? Hallo! Da ist er, mein Freund. Und du wirst jetzt nochmal gelaserschwertet. Und ich würde sagen, damit haben wir den nächsten. Wieder das nächste Stadtviertel hier gerettet. Übrigens, zu erwähnen ist noch, dass immer diese Plakatwand sich danach richtet, welches Foto wir ganz am Anfang gewählt haben. Ihr erinnert euch sicher noch, als wir den,
Oh, wie heißt der blöde Turm da? Oh, ich hab den Namen vergessen. Die Space Needle, als wir die hier gefunden haben. Da haben wir dann unser Logo hier drauf getan von diesen zwei Vögeln da. Und das ist das Logo, was, also wenn man da, es unterscheidet sich halt daraus, auf welches Logo man nimmt. Also ich habe jetzt bei meinem zweiten Walkthrough hier, also habe ich ja dann ein anderes Logo genommen und da habe ich jetzt dann noch ein anderes Bild hier überall. Also ich dachte, es richtet sich irgendwie nach Karma oder so, aber nur zu wissen. Wir hätten auch diesen merkwürdigen Esel nehmen können, den wir damals hatten. So, und kann ich bitte... Sehr schön. So, Scherben ziehen. Wie viele Scherben haben wir? 6 Scherben. Ich glaube, damit könnte man was upgraden. Verbesserte Unsichtbarkeit. Jo, genau das wollte ich. Und der Signalschub? Oh, verdammt, die Kraft brauche ich unbedingt, weil dann werden wir noch ein bisschen agiler mit unserer Kraft hier. Und das würde ich schon echt gesagt gerne haben. So, dann holen wir uns hier das Graffiti noch ein wenig. Und dann ein neues Graffiti hier. Schablonenkunst, okay. Das ist ja der Name von der Aktivität. Ich habe jetzt nicht geschaut, wie das Bild heißt. Egal. So, 2 kleine Bälle. Okay. So. Gut. Bin gespannt, was hier unser Meisterkünstler Delson hier macht. Also, der kann, also ganz ehrlich, Graffiti, das der macht, das sieht schon echt cool aus. Er hat ja schon öfters gesagt, das ist schon so ein Talent, also muss man nicht schon zustimmen. Was der da macht, das sieht schon echt cool aus. Und eine Sache noch, da habe ich mich jetzt auch informiert, also weniger informiert als in den Achievements geschaut. Insgesamt gibt es 5 Karma-Stufen, weil ich mich ja mal gefragt habe, wie viel wir haben. Früher gab es ja nur 3 immer. Wir sind jetzt auf Stufe 4. Und das heißt also, nur eine einzige Kraft fehlt uns noch, damit wir dann zum Superhelden werden. Zum Super-Superhelden, weil wir sind ja schon Superheld und... Aber dann sind wir noch superheldiger. Wie kann man bitte noch superheldiger sein? Egal. So, da hinten zu der Aktivität will ich unbedingt hin. Das ist wieder nur ein Drogendeal. Da will ich nicht hin, da will ich hin. So, weil die Typen tun hier einfach den armen Conduit hier zusammenhauen. Und sowas macht man nicht. So, hoffnungslos unterlegen, ja. Und da sind die Akula, das ist so eine Gang. Ich habe diese Aufgaben nie verstanden, muss ich echt sagen. Weil diese Akula sind böse und die sind gegen Condit. Wenn ich die jetzt einfach nur hier K.O. mache, ich verstehe nicht, warum ich dann nicht dadurch irgendwie gute Punkte bekomme. Also wenn ich sie jetzt nicht töte, aber halt nur hier ausnocke. Muss ich sagen, verstehe ich echt leider nicht. Egal, ich werde jetzt einfach mal hier alle schocken, weil ich habe noch nie alle geschockt. Okay. Akula ausgeschaltet. Ich verstehe das nicht, ehrlich gesagt, so ganz. Weil eigentlich sind die Akulas ist halt irgendwie so eine Bande eben, die eben gegen Conduit sind. Und ja, nicht so nett. Egal. So, wo haben wir noch eine... Da hinten haben wir eine Spray-Aufgabe, die machen wir jetzt nicht. Die ist mir zu weit weg. Hier kommt man hingehen, denn hier haben wir dann fast alle Nebenaktivitäten dann geschafft. Und dann können wir den District ja auch zurückholen. Und die übrigen Graffitis werde ich dann irgendwie mal am Ende machen, auf die ich jetzt gar keine Lust habe. So, die jetzt nicht unbedingt relevant sind, für einen Stadtfelder zu bekommen. So, Autoprotokoll. So, 83 Meter, gut. Hier sind wir wieder auf diesem asiatischen Markt. Und ja, ich weiß noch, als wir hier den Eugene, also erstmal diese Engel da gesehen haben, die, also als wir den Conduit hier gesucht haben, wenn ihr euch noch dran erinnert. Jetzt, also diese Akula, das waren auch diese Gangster, die eben hier waren. Und das sind halt eben Leute, die halt eben gegen Conduit sind. Und Russen sind. Deswegen hat er auch gemeint hier, hey, ich werde von der Roten Armee angegriffen. Ich weiß noch, damals habe ich das nicht verstanden. Jetzt aber natürlich ist das alles schon ein wenig klarer. Also, gehen wir mal da nach oben. Und 6 Meter, 3 Meter, hallo. 4 Meter. Wo ist es? Bin ich gerade zu blöd, um das zu sehen? Oder ist es da? Hä? Ich glaube, ich bin gerade echt irgendwie zu blöd, um zu kapieren, wo das ist. So. Ha. Okay, nee, wir müssen schon nach oben. Ich find's gerade nur nicht. 7, 6. Da irgendwo muss es doch sein. Da ist es ja so. Hammer. Wir haben heute jemanden aus ihrem Dorf festgenommen. Er war ziemlich am Ende, aber noch bei Sinn. Ihr komisch seid zäh. Augustin erklärte ihm, sein Conduit-Gentest sei positiv und er hätte nur eine Chance, sich hier anzuschließen. Er hat sie angeschaut und angefangen zu lachen. Sie war außer sich. Ich habe ihre Du bist auch ein Conduit-Taktik schon häufig erlebt. Funktioniert öfter als man denkt. Nicht bei ihrem Kumpel. Nicht bei ihrem Kumpel. Er hat einfach weitergelacht, bis Augustin befohlen hat, ihn nach Curtain Cay zu bringen und ihn dort verrotten zu lassen. Als sie ihn aus dem Raum gezerrt haben, meinte er, wenn Delson dich findet, grüß ihn von der Nekomisch.
Die Augustus ist ein Monster. Ich glaube, daran besteht eindeutig kein Zweifel mehr. Die hat so einen Dachschaden. Also, ich weiß echt nicht, was mit der los ist, Leute. Sie ist gegen Conduits, ist selbst ein Conduit. Tut alle Conduits aber hassen und das auch irgendwie ohne Grund, Leute. Also, mir kommt die immer noch so ein bisschen spannend vor. Also, ich würde gerne mal ihre richtigen Bieten. Warum habe ich das jetzt gleich nochmal gemacht? Achso, damit wir das nochmal machen können. Bam! Ich glaube, ich habe keinen getroffen. Also, was mit der Augustin genau los ist und was immer noch ihre genauen Beweggründe sind, das wissen wir leider immer noch nicht. Aber ich bin jetzt mal gespannt und hoffe, dass wir es mal in nächster Zeit rauffinden werden. Ich habe dich doch getroffen mit meiner Granate. Weißt du, dass ich keinen Bock auf dich habe, mein Typ hier? Bam! So, ausgenockt. Gut, da hinten ist noch ein kleines Graffiti. Da ist noch ein Typ. Den Typ, um den kümmern wir uns. Tun wir mal wieder voll rauchen. Und dann holen wir uns hier erstmal wieder ein kleines Graffiti ab. Da geht's hoch. Und dann machen wir hier ein Graffiti. Also, das habe ich ja schon gemacht. Ich glaube, im letzten Part gesagt, wo ich ein bisschen über das Spiel geredet habe. Dass diese ganzen Fähigkeiten, die einem sehr helfen, helfen ihm sehr schnell irgendwo hochzukommen, haben eben den Nachteil daran, dass das Klettern, was wir in dem Famous 2 halt immer sehr oft gemacht haben, eben halt wirklich, dass sie es sehr schlecht umgesetzt haben. Also da unsere ganzen Kräfte immer auf der Sprungtaste gleichzeitig auch sind, kommt es eben oft dazu, dass wir auf Versehen unsere Gleitfähigkeit oder so machen, also besonders beim Rauch, bei der Raucherkraft eben, und dann eben aus Versehen diese eigentlich nur aktivieren, obwohl wir es eigentlich gar nicht wollen. Und also finde ich ein bisschen schade, ehrlich gesagt, dass das Klettern wirklich hier sehr, also nicht so gut umgesetzt worden ist. Aber naja, da man eben die anderen Kräfte hat, kann man das natürlich verzeihen, aber muss man auch ein bisschen hier kritisieren, weil in Famous 1 konnte man nur klettern, in Famous 2 gab es ja immer diese Kräfte, das sieht geil aus, in Famous 2 gab es ja immer diese, nicht diese Kräfte, diese Leitern, mit den Leitungen, mit denen man eben, sich sehr schnell nach oben beamen konnte und hier hat man eben die Kräfte, aber das Klettern haben sie hier dafür, wie gesagt, dafür dann im Gegenzug dann sehr schlecht meines Erachtens umgesetzt. So, ich würde gerne die Drohne hier treffen. So. Und damit haben wir 3 Scherben, damit sollten wir uns gut das Upgrade lassen können. Hier, yo, weil das brauchen wir, jetzt können wir hier nämlich so wie beim Neon und dann hier springen, weil das ist schon echt praktisch. So, in dem District. Was haben wir? 51%. Ich war doch eigentlich gerade in dem District hier. So, da möchte ich hin. So. Denn da ist noch eine kleine Graffiti-Aufgabe. Wenn wir die Graffiti-Aufgabe machen, dann sollten wir hier wieder einen Finalkampf erzwingen können. So. Und da wird ein armer Conduit zusammengeschlagen. Das finde ich nicht so. Oh, das ist ja gar nicht der Conduit. Da ist der Conduit. So. Das sah irgendwie cool aus. 5 Meter daneben macht er hier seinen Move. Egal. So, und also wie gesagt, ich werde jetzt wirklich erst definitiv erst im nächsten Part dann hier die Aufgabe mit Eugene weitermachen, wo wir ihm mal ein bisschen beibringen, seine Kräfte gut zu nutzen. So, auf nach oben. Und da oben sollte noch eine kleine Scherbe sein. Eine Scherbe. Meine Scherbe, würde ich eher sagen. So. Sieht immer so cool aus, wenn man davon so weit oben runterfliegt. So, Graffiti. Ich möchte Graffiti machen. Graffiti. Graffiti. Oh. Ah, cool. Wir haben jetzt schon den Viertelfinalkampf, aber die Graffiti-Aufgaben mache ich jetzt trotzdem. Weg da! Schneller! So. Automatische Abhebung und Jackpot. Wir machen natürlich Jackpot, weil Jackpot hört sich viel besser an, finde ich ehrlich gesagt. So, ein Geldautomat. Aha. Okay. Was das auch immer zu bedeuten hat, was er hier dann Schönes macht. Ich bin gespannt. So. Vollgespielt. Aha. Also da ist ein echter Geldautomat drunter und was spreadet jetzt? Interessiert mich jetzt echt hier. Aber einen größeren Geldautomaten auf einen Geldautomaten drauf machen, oder? Das nennt sich hier auch Kunst. Das kann ich auch noch machen. Geldautomat nehmen, irgendwie ein bisschen mehr drumherum machen. Achso, und das ist so eine Jackpot-Maschine. Das ist so eine also eine einarmiger Bandit-Maschine. Das finde ich gut. Das ist nett gemacht. Der hat schon immer coole Ideen, ja, sieht schon geil aus. Müssten wir jetzt nur noch irgendwie den Schalter echt machen und dann, würde ich sagen, hätten ein paar Leute hier einen schönen Tag. Sehr nette Idee. Geschmackvoll. Ja, sieht schon geil aus hier. Sieht echt geil aus. So.
Okay, wir haben den Viertelfinalkampf freigeschaltet. Da würde ich sagen, gehen wir dann schleunigst hin und machen wieder ein paar Leute alle und ärgern wieder unsere kleine Freundin hier, die an der Strippe ist und immer sagt, sowas passiert in letzter Zeit öfters. Woher kommen die ganzen Leute, die hier das Graffiti machen? Das ist ja grausam. Was für ein Zufall, dass immer sie anrufen. So, bin ich hier, ich glaube, ich bin gerade vorbeigesehen. Da ist die Aufgabe. Nein. Da, komm. Und wunderschön. So, nächster Viertelfinalkampf. Hallo, hier ist die BOP-Notrufzentrale. Möchten Sie einen Bioterroristenvorfall melden? Wissen Sie was? Noch eine Reklametafel wurde von einem Bioterroristen verunstaltet. Was soll ich jetzt nur tun? Ich erkenne Ihre Stimme, Sir. Das ist nicht witzig. Wir werden Sie zur Verantwortung ziehen. Okay, Lady, dann mal los. Ja, langsam hat sie es auch mal geblickt, dass es immer der gleiche ist, der da anruft. Okay, hat sich ja nur um Stunden gehandelt. Beam! Was kommt denn hier Schönes? Erstmal kümmern wir uns um den APC. Oh, neben APC, da sitzt ja gar keiner. Das war eigentlich nicht so gut. Wartet. So. Komm, der sollte down sein, der APC. Der ist immer noch nicht down, der APC. Was ist denn los? Oder ist der ein MG-Typ oder warum bekomme ich hier so schnell Schaden? Egal, so. Jetzt könnt ihr kommen. Jetzt könnt ihr kommen. Jetzt habe ich erstmal meinen coolen Move wieder drauf. So, kommt. Da ist irgendwo einer. Da oben auf dem Dach. Finde ich ja gar nicht. Hier ist irgendjemand mit einem MG. Yes! So. Und, also es war ein bisschen unnötig, eigentlich so einen Finisher zu machen, aber... Leute, warum nicht? Er sieht geil aus. Und jetzt... How Fire Attack! Und der eine jumpt da. Oh, und jetzt jumpt er wieder weg. Er jumpt hin und jumpt wieder weg. Auch ein cooler Typ. Ja, Leute. Videoknopf, einfach geil. Alle ausgenommen bis auf die da oben. Oder da unten. Wo ist der? Da war. Nee, du bleibst hier. Endlich mal ein bisschen Neon. Und ich denke, die nehmen auf. Der Viertelfinalkampf ist geschafft. Wie, der ist noch eine neue Freundin gefunden. Die hier an der Stimme ist. Das gefällt mir. So. Geschafft und jo, sehr gut würde ich sagen. Hier sollten wir auch noch direkt in den Viertelfinalkampf reingehen können, wenn ich mich nicht ganz irre, weil da habe ich sehr viel erledigt. So, das sieht mir zumindest so aus. So, weil dann Rainer Finalkampf abgeschlossen. Achso, so heißt der Stadtfehler. Ich dachte mir, war ja Rainer? Virtuell Rainer. Okay, dann gehen wir da. Oder wir machen das Graffiti, weil das hier so schön auf dem Weg liegt. Ja, können wir auch mal an. Graffiti, 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 ich möchte Graffiti machen, Graffiti, ich möchte die Stadt verunstalten. Nee, ey, das ist doch nicht verunstalten, das ist Kunst. Das war wirklich Kunst, sieht geil einfach aus. So, oh Leute, das unbegrenzte Neon ist einfach wirklich die wichtigste, also zumindest von den Neon-Kräften, weil kann man sich einfach so cool vorbewegen. So, zu realistisch. So, was, es gibt doch nicht zu realistisch. So, ein Kunstbild. Aha. Okay. Ich bin echt gespannt. Man ist immer echt ein bisschen gespannt, was der so hier immer hinzeichnet, weil da kommen halt immer sehr coole Sachen raus. Okay. Nett. Okay, hier ein kleiner Pablo Picasso oder so. Wunderhübsch. Und das ist ja dann in der Mitte so ein böser, schauender Smiley. Aha. Ey Leute, was der immer hier rauszaubert. So. Schütteln wir mal ein bisschen. Na, komm, nein, ich will schütteln. Oh, haben wir es jetzt schon abgeschossen? Nee. Ich will schütteln. Geschüttelt, Leute. So, okay. Und dann hier noch alles blau voll sprayen. Oder? Achso, da. Da die zwei Punkte noch. Aha. Okay. Ein Künstler, der was malt. Verstehe ich jetzt irgendwie nicht, was daran so protestmäßig sein soll. Aber ja, jetzt kommt. Ja, stimmt, jetzt kommt erst noch was. Schauen wir uns das ganze Bild an. Meine Wahl. Okay, schönes Bild. Verstehe ich zwar nicht so, was das so protestmäßig aussagen soll, aber egal. Okay, dann würde ich sagen, die können wir jetzt auch noch machen, weil diese jetzt auch noch so schön auf dem Weg liegt. So, dann machen wir noch einen kleinen Sturz. Oh, das sieht so cool aus und dann, boah. So, machen wir das Autoprotokoll auch noch, weil, hey, wenn die Aufgaben hier so auf mich drauf fallen, wirklich, dann kann ich natürlich da nicht ablehnen. So, laufen wir mal dahinter. So, 22 Meter. Da ist was ich. Da lang. Hier. Au, ich sehe schon, das ist irgendwo da oben. Okay, dann sprinten wir da mal ein wenig hoch. So. 15 Meter, okay. Noch weiter oben. Okay, dann gehen wir noch weiter oben. Noch weiter hoch.
Und hier ist es doch irgendwo, oder? Da ist es, jo. Es überrascht Sie vielleicht, dass das DUP nicht immer aus Betonkonduits bestanden hat. Man hat mit verschiedenen Kräften experimentiert. Sie brauchten etwas optisch Imposantes, das leicht zu trainieren und vielseitig war. Das stellt sich als schwieriger heraus, als Sie denken. Pflanzen und organische Kräfte beunruhigten die Menschen. Rad erwies sich als kaum kontrollierbar. Papier vermittelte nicht genug Stärke und Sicherheit. Überraschenderweise war Glas lange Zeit im Rennen, erwies sich schließlich aber als kaum beherrschbar. Augustins Betonkraft kristallisierte sich immer mehr als beste Möglichkeit heraus. Sie war das Aushängeschild des DUP. Es war nur logisch, auch die Truppen mit ihrer Kraft auszurüsten. Hallo, hier ist die DUP-Notrufzentrale. Möchten Sie einen Bioterroristenvorfall melden? Na, was hast du gerade an? Bist du da, Schatz? Moment, die Stimme kenne ich. Sie sind dieser Spinner, der hier ständig anruft. Oh! Wieso nehmen die meine Anrufe überhaupt noch an? Ey, der ist ja schon einmal der Geist. Der ist schon echt cool. Kann man schon nichts dagegen sagen. So, komm, meine Kleinen. Sucker, boom. Boom. Und, okay, da hinten ist ein Wagen. Auf den eliminieren wir mal kurz. So, das ist schon echt mies zu dir. Die Arme da. Bist du Schatz? Nein, sie sind doch dieser Spinner, der da immer anruft. So, den fiesesten Typen haben wir schon mal down gekriegt und das sollte es jetzt eigentlich fast schon gewesen sein. Ah, Zivilisten. Aber wo da war dann blöder Zivilist? Jetzt bin ich extra zu euch runtergekommen, jetzt ist hier keiner. Oh, meine kleinen Yuppies, kommt doch. Ich möchte doch nur mit euch spielen. Wir spielen das Spiel. Wer ist der böse Bioterrorist? So. Schön gemacht. Oh, oh, da ist ja noch einer von denen. Beam. So, komm, da ist er. Im Nahkampf sind die Typen immer schwach. Also nicht so wie die anderen Dicken da mit ihrem GMG. Da kann man im Nahkampf gar nichts gegen die ausrichten. So, jetzt laufen die alle weg. Ja, und jetzt kommt ihr runter, Mann. Entscheide dich, mein Freund. So oder so, ich bekomme dich, mein Kleiner. Okay, und da sollte dann der letzte Typ sein. Nein, nein, du haust jetzt nicht ab. Du wirst dafür jetzt vaporisiert. Okay, dann wirst du nicht vaporisiert. Dann wirst du halt hier gelaserschwertet. Okay, ich würde sagen, wir haben hier noch ein weiteres Viertel hier unter unsere Kontrolle gebracht, vom DUP befreit und ich würde sagen, erfolgreich. Dann können wir jetzt erstmal berückt einen kleinen Cut machen und sehen uns dann nächstes Mal wieder, wo wir dann wieder mit der Hauptstory weitermachen. Bis dahin, euer Netzwerkfix und Desandro, der immer die böse Frau anmutzt und anbaggert. Bis dahin, ciao.